Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Beim letzten Mal haben wir mit dieser nervenaufreibenden Musik hier aufgehört, wo ich nicht weiß, warum hier nervenaufreibende Musik gerade eintritt. Wir hatten noch ein paar Wachposten, anscheinend mehr als ich gedacht habe, in dieser Basis. Denn wir wollten die Basis komplett ausräumen, damit wir sie als Stützpunkt für uns verwenden könnten. Und aus irgendeinem Grund denken die sich wahrscheinlich, ach, der hat zwar unsere Leute gekillt, aber der ist jetzt bestimmt weg. Kann ich hier vielleicht runter oder so? Das wäre voll geil. Warum denn nicht? Krieg ich sonst einen Stromschlag? Das ist mir egal. Ich würde gern trotzdem da runter. Ist das Auto bemannt? Ne, das ist wahrscheinlich von denen in der Basis. Das kann man hier mal ganz gut mitnehmen. Die Heilwurzel. Ich freue mich mal, an den letzten hier ranzupirschen. Oh Gott, verdammt, wird das hier warm. Oh, es sind doch noch wirklich... Ne, das war eine Fahne. Ich dachte, das wäre ein Typ. Alles, was rot ist, assoziiere ich immer mit... LOL! Was zur Hölle? Ich schwebe! Jesus, greift die Basis an! Alter, was? Warum schwebe ich? Das sind ja mal mega geile Hitboxen von den Teilen. Oh, endlich wieder auf dem Boden. Da freut man sich doch direkt. Vielleicht, wenn ich einen Stein hinter ihn werfe. Vielleicht funktioniert das. Das war vor ihm. Oder? Das gereicht? Das hat gereicht. Sauber. War das die Basis? Oh, nice! Das war die gesamte Basis. Ich hätte gedacht, da wären noch Typen in der Basis drin, ne? Aber die Basis gehört auf jeden Fall mal uns. Kein Alarm ausgelöst. Ja, sauber! Hi! Und ihr seid doch bestimmt Verbündete, oder? Genau das seid ihr. Hallo, meine Kriegergenossen! Seid ihr mir dankbar? Erst haltet Ausschau nach einem Gegenangriff. Ah, nach einem Gegenangriff? Jetzt schon? Okay, eventuell werde ich hier gerade einmal schnell was alles plündern. Und dann probieren. Messerwerferspiel. Was zur Hölle geht mit euch? Nochmal. Eventuell plündere ich jetzt hier alles schnell und probiere mir dann eine Vorteilsposition weiter oben zu sichern. Oh, hiermit haben wir aber einen richtigen Goldpunkt hier erwischt. Vor allem, wie viele Gabelstapler und Zeugs hier rumstehen. Damit kannst du ja auch fast eine neue Basis bauen. Und so Hämmer und so, ne? Oh, eine Mine. Das ist doch super. Ich wusste gar nicht, dass hier einfach so Sachen auch noch rumliegen. Ist das der Alarm? Wir haben den Außenposten. Aber es gibt immer noch Arbeit. Schau auf die Aushangtafel. Ja, dann guck mich doch an, wenn du mit mir redest. Nee, jetzt fühle ich mich nicht angesprochen. Tut mir leid. Wo ist denn der andere? Ah, da auf dem Dach. Okay, alles klar. Ich bin bewaffnet. Das ist schön für dich. Das sah von oben übrigens voll anders aus. Und die ganzen Typen... Ja, also ihr habt die schon weggeräumt, ne? Ja, gut gemacht, Jungs. Also wir wollen das Ganze ja realistisch sehen. Die sind nicht verschwunden. Die wurden von denen hier schon weggeräumt. Ich gucke jetzt gerade mal, was wir brauchen, um uns etwas Neues herzustellen. Und zwar das Neue wäre der Waffengurt. Mit einem größeren Waffengurt kannst du mehr Waffen tragen. Stelle erst kleine Waffengurte her, um größere freizuschalten. Oh, geil! Ein Ziegenfell brauchen wir dafür nur. Sauber! Dafür brauchten wir das also. Das heißt, jetzt können wir eine zweite Waffe tragen. Hatten wir hier noch irgendwo eine AK? Eventuell? Vielleicht hier. Habe ich jetzt beide? Oh, das ist ja mega geil. Jetzt brauchen wir hierfür eigentlich nur noch einen Schalldämpfer. Dann wäre es perfekt. Dafür sollten wir ein bisschen Geld zusammenkratzen. Und dann wieder zum Laden zurück. Denn da kaufe ich ja immer sehr gerne Sachen. Ja, Mann, jetzt geht's los. Warum auch immer. Bist du bereit? Bist du bereit? Guck mich an. Ja, dann eben nicht. Keiner guckt mich an. Ach so, ich kann hier rein. Kann ich auch vielleicht hier einfach mal einen Ziefernrohr kaufen. Ganz for sale. Wer ist der Mann? Ich? Hat sich gerade einer geredet? Danke für die Memory Card. Was auch immer die mir bringt, auf jeden Fall Kohle. Was hier alles drinnen liegt. Lohnt sich schon echt, diese Außenposten zusammenzukratzen. Was soll denn hier alles drinnen liegen? Immer noch AKs. Alles Schweine. Ja, alle Schweine. Alter, der Typ hat schon recht. Also, das ist echt tiefgründig, was er hier sagt. Kauf uns am besten als allererstes mal neue Munition. Schon ein bisschen teuer. Aber muss sein, ne? Können wir noch ein paar Sachen verkaufen? Alter, natürlich können wir ein paar Sachen verkaufen. Weg mit dem Scheiß! Viel brauchen wir gar nicht. Weil hier noch viel zu viel von dem Hundefell eigentlich. Kann ich hier einfach... Oh, das funktioniert. Ich kann einfach auf OK drücken. Das spart doch ein bisschen was. Dann klickt man einfach doppelt drauf und dann drückt man auf OK. Das ist doch super. Ich weiß nicht, ob wir Hundefell brauchen, aber so wie ich das sehe, ist hier... eine ganze Menge an Hunden, die hier rumrennt. An Hunden, die hier rumrennen. So, in dem Sinne. Alter, die ganzen Waffen sind viel zu teuer. Gucken wir einfach mal bei der AK. Vielleicht können wir da tatsächlich... Achso, die Aufsätze
Können wir die Aufsätze hier mit... Nee, hier können wir nur die Tarnung mit drauf machen. Das wäre vielleicht für unser Scharfschützengewehr gar nicht mal so verkehrt. Einmal zurück und einmal auf das Scharfschützengewehr, bitte. So, haben uns natürlich auch direkt das Bessere gegönnt. Ich hoffe mal, es gibt noch mehr. Denn bei dem Spiel davor gab es wirklich eine ganze Menge Scharfschützengewehre. Ich gucke jetzt gerade mal. Wenn wir das abmachen, bekommen wir mehr. Gucke ich gerade mal. Was passiert, wenn ich das jetzt einfach abhabe? Ich gehe jetzt mal nach draußen und gucke mal, ob der Zoom da vielleicht stärker ist. Nee, irgendwie nicht. Ich verstehe nicht ganz, warum wir da an Präzision und Reichweite verlieren. Ich glaube, das ist einfach nur falsch dargestellt. Können wir jetzt nochmal probieren. Jetzt ist es ja abgeschraubt. Vielleicht zeigt er das ja dann jetzt richtig an. So, anpassen. Moment, die Sachen können wir ja doch hier kaufen. Was laber ich zurück? Denn natürlich kannst du die ja hier kaufen. Beleuchtetes Zielfernrohr ist natürlich für nachts sehr gut. Ah, okay. Du hast es also nur falsch rum angezeigt. Denn jedes Mal, wenn ich das abgerüstet habe, hat er mir gesagt, ja, jetzt geht das runter. Nee, jetzt geht das nach oben. Aber das ist eigentlich so, dass es dadurch nach oben geht. Mehr Genauigkeit, mehr Reichweite und mehr Beweglichkeit. Das ist doch super. Das sind alles Werte, die wir brauchen. Und jetzt ist es wieder runtergegangen. Ach so, wahrscheinlich, wenn wir es... Ah, okay, wenn wir es abmachen. Das beleuchtete Zielfernrohr würde uns weniger Reichweite geben. Okay, was ist hier so mit einer Tarnung? Gibt es hier irgendwie eine vernünftige? Einfach schwarz? Was haben wir jetzt gerade für eine? Ja, vielleicht wäre jetzt schwarz gar nicht mal so verkehrt. Ah, ich will nicht mal aus dem Waffenschrank raus. Schwarz wäre, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so verkehrt, aber ich würde jetzt erstmal hier den Schalldämpfer an die AK anschrauben. So, auf anpassen. Ah ne, das war hier auf... Doch, auf anpassen. Aus irgendeinem Grund geht das hier nicht. Vielleicht hat einfach nur die AK keine Sachen. Ja, die AK hat keine Sachen. Muss man die noch freischalten? Das ganze Zeugs, was du dazu kaufen kannst? Hier kann man noch nichts dran machen. Gibt es irgendeine Waffe, wo du einen Schalldämpfer drauf machen kannst? Vielleicht hier bei den MPs. Muss ich auch erst kaufen. Bei den Pistolen, hatten wir hier irgendwo Pistolen? Wo sind jetzt hier Pistolen? Achso, das sind unter Faustwaffen, okay. Gehen wir mal auf anpassen. Auch nichts. Hm. Also schon komisch. Muss ich dazu sagen. Vielleicht bei der anderen Faustwaffe? Ich verschwende hier gerade voll viel Zeit in dem Menü. Ah, hier können wir doch einen Schalldämpfer drauf machen. Aber mit einer Pistole, mit einem Schalldämpfer? Nee, ich weiß nicht. Dann bist du quasi lautlos. Ah, das ist ja wundervoll. Vielleicht kaufen wir uns einfach hier irgendeine MP. Vielleicht die hier. Ich weiß aber auch nicht, da kann man doch bestimmt einen Schalldämpfer drauf machen, oder? Das würde ich jetzt schon gerne vorher wissen. Sieht aus wie eine M14. Heißt nur anders. Ja, ansonsten nehmen wir einfach die AK mit. Und nee, nehmen wir hier die STG mit. Ich meine, dafür haben wir noch ein paar Aufsätze. Also alles super. Mit einem Aufsatz können wir da rumrennen. Das reicht aber. Ja, dann gehen wir zurück. Machen aufs Scharfschützengewehr noch die schwarze Tarnung drauf. Das ist das Falsche. Dann leck mich doch. Okay, dann machen wir das eben nicht. Jetzt lass mich... Alter. Lass mich hier raus. Seht ihr nicht, dass er mich verprügeln will? Okay, dann haben wir jetzt immer noch fast dieselben Waffen wie vorher. Nee, wir haben genau dieselben Waffen wie vorher. Wir haben nur rumgeguckt wie die Bescheuerten. Wie viel Geld hatte ich? Ich hatte jetzt nicht gerade 1000 Dollar, oder? Nee, ich hatte 700, okay. Dann würde ich mir vielleicht die MP5 einfach kaufen. Ein Pirat hat eine Farm übernommen, um Drogen zu töten. Töte ihn mit... Ah! Wieso macht ihr das mit mir? Töte ihn mit einem Messer. Habt ihr da Vergnügen dran? Ja, dann macht das doch selber. Ich entführe mal hier eure Karre, ne? Oh Gott. Ich glaube, der Gegenangriff findet tatsächlich bald statt. Das hat mich denn hier gerade fast gesehen. Ich stehe und renne. Aus der Richtung. Vielleicht hören die das. Ich schleiche gerade mal rum. Oh. Ah, ihr seid das, ihr kleinen Spacken. Ja, wollt ihr doch wieder unbedingt jemanden, mit dem ihr euch anlegen könnt, oder? Ist das nicht so? Oh. So ein süßer kleiner Hund. Ich weiß ganz genau, was dir jetzt blühen wird. Du süßer kleiner Hund. Oh, du hast meine Verbündeten gefressen. Ja, das ist ja ganz toll. Dann kriegst du den hier. In die Visage. Keiner braucht Hunde, die meine Verbündeten fressen. Ist hier noch mehr? Nee, das war's. Sehr gut. Ja, diese ganzen tollwütigen Hunde. Ja, schön, dass die meine Kameraden hier aufgefressen haben. Vielleicht wäre eine Shotgun auch nicht so verkehrt. Ich bin voll unschlüssig, was ich mitnehmen soll. Aber Shotgun und Sniper ist nie so die beste Kombi. Dann lieber noch was mit dabei, mit dem du einfach mal voll draufmetzeln kannst und auch immer noch ein wenig was treffen könntest. Ja, das ist natürlich wieder eklig für dich, ne? Das glaube ich.
Das muss schon sehr eklig sein. Aber trotzdem kannst du aufhören, hier so rumzujammern. So, dann rennen wir mal zurück und fahren mit dem Auto da jetzt hin. Mit dem Auto. Das Auto. Ich hoffe mal, hier kommen keine unverhofften Situationen mehr auf. Das ist immer so dämlich, dass wir den Typen mit, wie heißt es, mit dem Messer ermorden müssen. Warum? Wem bringt das? Achso, das war die Musik. Ich dachte schon, da kommt jetzt irgendeine Horrormusik gerade. Wem bringt das was, wenn ich ihn mit dem Messer ermorde oder wenn ich ihm mit dem Scharfschützen einfach eine Kugel gebe? Das läuft doch auf selbe hinaus, ne? Ja, schön und gut mit der Kriegerehre, aber ihr erschießt auch Leute ganz normal, wenn sie gegen euch kämpfen. Warum musst du dann den speziellen gerade mit dem Messer umlegen? Ist er so ein Arsch, dass du da was Besonderes draus machen musst? Oh Gott, die haben mich gesehen, oder? Dann sollte ich hier ganz schnell verschwinden. Finden Sie den Kommandanten und töten Sie ihn mit einem Messer. Vielleicht kann ich ja die ganze Basis noch ein bisschen infiltrieren, dass nur noch der übrig bleibt. Schauen wir uns gerade mal um. Gesehen haben sie uns anscheinend noch nicht. Da vorne sitzt noch einer. Nicht so ganz sicher, ob der sitzt. Ich glaube, der steht da eher. Ich denke mal, der Kommandant ist da drin. Wenn wir den hinteren ausschalten, könnte das vielleicht unentdeckt bleiben. Da hinten haben wir auch noch einen. Ah, okay, das ist der Kommandant. Der darf also nichts davon mitkriegen. Seine Crew natürlich auch nicht. Ich hoffe mal, das klappt alles so, wie ich mir das jetzt denke. Was ist da oben? Was sind das? Was sind das für Viecher? Werde ich mich gleich mal drum kümmern. Einfach mal ein bisschen gucken. Wenn ihr leben wollt, haut ab, ne? Das ist jetzt hier die perfekte Chance. Okay, dann haben wir da den vierten. Warum habe ich mit vier gerechnet? Wenn hier jetzt genau vier drinne sind, dann ist das so vorhersehbar. Jetzt die. Oh Gott, nein. Jetzt kommen die auch noch. Oh, oh, oh. Das ist natürlich nicht so gut. Die fahren hier einfach mal dran vorbei. Das ist ja super. Vielleicht wollten die mir auch einfach nur helfen. Okay, das war der Kommandant. Dann können wir jetzt die Waffe umschalten und denen einfach mal helfen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gedacht, das geht jetzt dadurch voll in die Hose. Aber das hat es gebracht. Danke, Leute. Lebt ihr alle? Oh, er lebt nicht mehr. Trotzdem, danke dir. Okay, da kommen schon wieder die Nächsten. Alter, wir haben ja Leute wie sonst was. Warum muss ich hier eigentlich die ganze Arbeit machen? Wir haben einen zerstochenen Kompass hier. Was war das? Keine Ahnung, was das gerade war. Einfach ganz normale AKs. Hatte der Kommandant irgendwas Besonderes dabei? Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich meine, der ist ja so besonders, ne? Den darfst du... Ah, $100. Sehr schön. Ich meine, den darfst du dann ja nicht einfach so abstechen, ne? Also, nee, einfach so erschießen. Das geht nicht. Du musst den abstechen. Ja, also vielleicht steht er da auch besonders drauf und das ist der letzte Wunsch von denen oder sowas. Hey, lass mich mit! Von wurden die denn gerade da verfolgt? Ich weiß aber nicht, ob meine Idee da nicht eventuell besser umgesetzt worden wäre. Wir gehen aber jetzt noch mal ein bisschen jagen, denn wir haben noch 2 Minuten, bis die Folge endet und bis dahin können wir doch noch hier ein bisschen Ziegenfelle besorgen und was weiß ich noch alles. Ist doch jetzt ein sehr guter Moment dafür. Ich meine, wir waren jetzt im Moment sehr viel auf der Jagd, auch wenn es teilweise auch Menschenjagd war. Das ganze Gebiet gehört uns. Das ist ja sauber. Das ist mal komplett anders zu Far Cry 2. Denn in Far Cry 2, egal was du an Menschen gesehen hast, alle haben auf dich geschossen. Ich will jetzt nicht so viel vom Ende spoilern, aber selbst teilweise deine... Also, einfach mal kurz 20 Sekunden weiterspringen, wenn ihr das nicht hören wollt. Selbst deine Kameraden am Ende fangen dann ja alle an, auf dich zu schießen. Vor allen Dingen, du hörst dann ja, ob du mit dem... Da gibt es dann ja 2 Optionen. Entweder du haust mit dem Gold ab und zersprengst den Laden oder was auch immer. Also, nee, du musst das Gold ja irgendwie den Leuten dann da wieder geben. Warum gibt es nicht die Option, dass du sagen kannst, weißt du was? Scheiß drauf. Nicht Gold, Diamanten. Wir nehmen die Diamanten und wir hauen alle zusammen ab. Warum stellen die sich gegen dich? Die haben absolut keine Ahnung, ob du dich nicht für die entscheiden würdest oder sonst irgendwas. Die labern dir einfach irgendwann an die Backe und dann fangen die an, auf dich zu schießen, nachdem du so viel für die gemacht hast. Das ist doch dämlich. Das ist so, da hätte man noch viel mehr aus dem Ende machen können. Ich meine, alle Beschwerden haben sich ja hier über Mass Effect beschwert. Aber das Ende war schon so ein bisschen... Was, sind das Feinde? Nee, das sind Verbündete. Also, ich hatte ehrlich gesagt noch nie so ein Ende, wo ich mir gedacht habe, ja, Alter, da fehlt doch so viel. Oh, 561.002 Spieler haben an dieser Prüfung teilgenommen. Das, ja, vielleicht kommen wir hier auf die Highscore-Liste. Ich meine, es haben ja nur 561.000 probiert.
Erreiche 325 Punkte für $500. Ja, das hat wohl noch keiner geschafft, so wie ich das sehe. Töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Probieren wir's. Ich weiß zwar nicht ganz genau, was wir hier jetzt gerade irgendwie probieren. Vielleicht wird das sowas wie eine Kampfarena. Verstecken. Töten Sie viele Gegner wie möglich mit den mit den nötigen Waffen. Lautloser Kill. Das war nicht so gut. Hat das noch geklappt? Ja, das war immer noch ein lautloser Kill. Kann ich die Waffen von denen eventuell einpacken? Ach so, ich habe unendlich Muni. Alles klar, und es geht um Zeit. Das wird das doch irgendwie ein wenig einfacher machen. Hoffe ich. Mal gucken, wie viel Kohle wir hier mit rausschlagen können. Gute Nacht. Hier kommen ja richtig viele. Warum wisst ihr jetzt eigentlich alle, dass ich hier bin? Hi, alles klar bei dir? Krieg ich extra Punkte für eine Machete? Nee, nicht wirklich. Oh, fuck. Das könnte nicht so gut enden. Hi. Alles klar bei dir? Oh, oh Gott, da oben kommen noch mehr. Ich glaube, das ist nicht der beste Start, den ich hier gerade erreicht habe. Also, mega schlecht ist der, glaube ich, auch nicht. Und wir haben schon 125 Punkte. Ist die Frage, wie viele Gegner dann hier anmarschieren. Ja, wenn es hier eine begrenzte Anzahl an Gegnern gibt, dann wird das natürlich ein wenig schlechter werden, als das, was ich jetzt machen könnte. Denn du kriegst ja mehr Punkte, wenn du Gegner leise eliminierst. Und zwar deutlich mehr Punkte. Damit hätte ich jetzt, glaube ich, auch schon viel mehr rausscheffeln können. Weil ich meine, wir haben jetzt 165 Punkte. Und wir haben teilweise 25 Punkte pro Kill gekriegt, wenn wir die uns vorher nicht entdeckt haben. Da ist ja noch einer. Was macht ihr denn alle in demselben Gebüsch? Das gibt's doch gar nicht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich glaube, 325 können wir locker schaffen. Habe ich es gerade auf die Leatherboards geschafft? Warte. Ist das jetzt online? Bin ich ein Rekordbrecher? Ich will es noch einmal probieren. 250, ja, das kriege ich auch noch locker hin. Dann wäre ich auf Platz 2. Was? Okay, da stand auch Ubi hinter. Ich denke mal nicht, dass das die besten Liste vom Online-Stand her ist. Ich dachte schon. Weil die halt gesagt haben, wie viele Spieler daran teilgenommen haben. Da hatte ich halt mit assoziiert, dass das auch anzeigt, wie viele... Oh Gott! Wie viele das halt online gemacht haben. Das wäre natürlich naheliegend. Oh Gott. Ich hab's hier schon wieder so ein bisschen versaut. Und ich glaube, die wissen jetzt alle, wo ich bin. Oder wissen die, wo ich bin? Kriege ich lautlose Kills? Nee, nicht wirklich. Da kommen ja immer mehr. Oder die wissen auch nicht, wo ich bin. Hi, hast du mich gesehen? Alles klar bei dir? Schön die Birne treffen, da gibt's mehr Punkte für. Das klappt doch eigentlich relativ gut. Oh Gott, da kommt einer von hinten. Oh Gott, umzingelt. Hi, alles klar bei dir? Hier kommen ja immer mehr. Gott, verdammte Kacke, Mann. Hi, du auch noch? Ja, natürlich. Warum nicht? Warum nicht? Ich verbandagiere mich mal und flüchte, ne? Kein Problem für euch, oder? Nee, kein Problem für euch. Alter, Gott, verdammt, wie viele kommen denn da? Ich glaube, die spawnen einfach dauerhaft, egal wie schnell du die killst. Oh Gott! Die haben einfach einen bestimmten Rhythmus. Ich bin gestorben, oder? Bin ich gestorben? Na, verdammt. Komm, einmal noch. Wir müssen diesen Rekord einfach brechen. Da habe ich jetzt gerade voll Laune zu. Und ich muss einfach mich zusammenreißen und den ersten da nicht direkt anballern. Wir können da wahrscheinlich viel näher schleichen. Weil das bringt die fünffache Punktzahl, wenn ich hier so kille. Kille. Ich bin doch so scheiße. Vielleicht bringt es sogar mehr Punkte, wenn ich sie mit der Machete von hinten erwische. Bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Alter, der überlebt es jedes Mal. Jedes Mal. Geht das auch noch als lautloser? Ach komm, dann hat doch keiner mitbekommen. Warum soll denn das kein lautloser Kill sein? Das war doch jetzt ein lautloser, oder? Alter, die wissen nicht mal, wo ich stehe. Und das gilt nicht als lautloser Kill. Hi. Alles klar? Und endlich Munition ist schon geil. Das erinnert mich ja immer an Resident Evil Zeiten. Wo man dann immer unbedingt für alle Waffen und endlich Munition haben wollte. Zumindest manche von uns, ne? Oh Gott. Alles klar bei dir? Bitte töte mich nicht. Oh, oder doch. Ja, ich würde sagen, das probieren wir beim nächsten Mal nochmal, denn irgendwie werde ich gerade immer schlechter. Auf jeden Fall schon mal Platz 3. Ist doch schon mal irgendwie geil, oder? Vielleicht können wir das ja nochmal machen. Auf jeden Fall sage ich mal, wir sehen uns an diesem Punkt wieder. Eigentlich wollte ich einfach nur sagen, wir sehen uns.
Ich kann mich ja hier in diesem schönen Turm verstecken, wenn man denn da rein kann. Meine Teamkollegen sind nämlich hier schon wieder abgehauen. Leider kann man hier nicht rein, aber das ist doch so eine nette Hütte. Da bewege ich mich hier einfach hin. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und haut rein. Ciao.